Willkommen back bei Deus Ex Human Revolution. Hi, wir haben soeben die letzte Nebenmission, denke ich zumindest, die letzte Nebenmission hier in dem Gebiet abgeschlossen oder zumindest fertig. Ganz. Wir müssen sie noch abgeben, ja. Nee, wir haben noch eine, die mit unserem Informanten da. Ach so, ja. Jetzt ach so. Will ich ja nur wissen, wie man da. Ich versuche. Wobei, vielleicht könnte man. Warte mal. Nee, jetzt mach kein Experiment. Scheiße. Toll. Ja, das, da ist die scheiß Leiter zu Ende. Aber wenn ich da rüber springe, weil ich glaube, hier schaffe ich das nicht so leicht. Aber wenn ich das schaffe, warte mal. Oh, fuck, ich bin hängen geblieben. Ja. Also das zählt nicht als Fail, das ist einfach. Doch, das zählt eindeutig als du Fail. Du kannst mich mal. Haben nee, wir das letzte Mal gespeichert? Gerade eben. Sicher? Ja. Ja, okay, passt. Du wolltest noch durch diese Tür gehen im Übrigen. Ja, stimmt. Ja, du hast gesagt, ich soll es nicht tun. Ja, ich habe gesagt, du solltest nicht tun, weil ich vorher schon wieder so lang war. Ach so. Ja, das muss ich. Jetzt sind wir im Vorteil, Bruder. Jetzt haben die Bänger nämlich nur halb so viel Artillerie. Wie okay, die sind an sich noch nicht feindlich. Ich tue mal meine Waffe also, weg. Vielleicht kann ich einfach durchlaufen, oder sie mich sehen. Du hast dir nichts verloren, Opti. Hau ab! Ja, bin doch schon weg. Idioten. Was hat das jetzt gebracht? Ja, pass auf, das waren jetzt. Wir sind aber gut einfach durch die Hintertür rausgelaufen. Ja, genau. Warte, ich will jetzt nur ganz kurz gucken bei den Missionen, ob jetzt das. Ja, wir wurden nicht entdeckt. Sehr gut. I like that. Na gut. So, abgeben, noch zum Informanten und dann endlich wieder mal eine Hauptmission. Ja, wird auch allerhöchste Eisenbahn. Haben Sie alles? Geil. Wir müssen diesen Dreckskerl kriegen, Jensen. Naja. Ja, Mission abschließen. Ich glaube, ich habe alles. Ausgezeichnet, Jensen. Ich wusste, dass ich Ihnen vertrauen kann. Sie haben die Lieferung unbemerkt identifiziert und meine Leute haben Double T in Gewahrsam. Starke Leistung. Was haben Sie noch? Das Motiv. Ich glaube, O'Malley hatte vor, einen kontrollierten Bandenkrieg zwischen den Derelict Rowballers und den Motor City Bangers auszulösen. Das sollten Sie mal näher untersuchen. Wirklich? In Ordnung. Ich werde daran denken, wenn ich die Beweise überprüfe. Ah, okay, man kann die Ambos auch behalten. Aber die ist eigentlich nicht so effektiv, die hat zu wenig Schuss und sehr lange Nachladezeiten, oder? Ja, aber sie killt halt One-Shot. Naja, gut, mach einfach. Wir sind die guten Typen, oder? Ja. Hier ist die Waffe, mit der Dealer ermordet wurde. Hoffentlich können Sie was damit anfangen. Darauf können Sie wetten. Ich denke, O'Malleys Mann wird beim Verhör viel kooperativer sein, sobald er weiß, dass ich ihm den Mord beweisen kann. Ja, als letzte noch. Ich habe O'Malleys Apartment einen kleinen Besuch abgestattet. Es gab eine zweite Waffenlieferung. Regierungsware. Ich weiß nicht, wie er das Zeug in die Finger gekriegt hat, aber der Mann hat weitreichende Kontakte. Gute Arbeit. Sonst noch was gefunden? Ich habe einen Vorrat illegaler Drogen gefunden. Nicht viel, aber genug, um ihn zu verknacken. Gut. Je mehr Dreck wir über das Arschloch ausgraben, desto höher sind unsere Chancen, ihn wegzusperren. Sonst noch was? Ich konnte sein Privatkonto hacken. Sie sollten mal alle Verbindungen zwischen O'Malley und FEMA überprüfen. Da ist definitiv was am Laufen. Meine Güte, Jensen. Mit diesen Funden können wir monatelange Untersuchungen rechtfertigen. Was kommt als nächstes? Können Sie am Ende auch beweisen, dass er illegal Satellitenfernsehen hat? Nein, das war's so ziemlich. Okay, das war's. Sie haben gute Arbeit geleistet. Hier ist, was ich Ihnen versprochen habe. Wir haben jetzt mehr als genug, um ihn festzunageln. Ja, okay. Und ich will zuschlagen, bevor der Hurensohn Verdacht schöpft. Aber ich habe keine Verstärkung und ich bezweifle, dass er sich freiwillig ergibt. Den Großteil des Jobs haben Sie schon erledigt. Hätten Sie Lust, es selbst zu Ende zu bringen? Ja, Mann. Umlegen. Mit Vergnügen. Ja, wir sollen ja nicht umlegen. Wir sollen ihn ja nur festnehmen. Mein Kontakt sagt, dass O'Malley jetzt in seinem Apartment ist. Schnappen Sie ihn sich. Schade. Ich warte in der Gasse neben dem Gebäude auf Sie, bis Sie sich um diesen Scheißkerl gekümmert haben. Also sie hat jetzt nicht gesagt, ob wir ihn lebend haben sollen, aber ich meine, ansonsten hätte sie auch gleich sagen können, bringen wir ihn um. Weil sie ja schon wusste, dass er irgendeinen Scheiß am Laufen hat, so gesehen. Jetzt haben wir nochmal ein Munitions-Upgrade, sehr schön. Schauen wir mal, wenn ich jetzt kurz. Bisher hatte sie 10 Schuss. Mal schauen, jetzt hat sie nach 2 Munitions-Upgrades 16. Ja, kann man doch schon was anfangen, oder? Sweet. Naja, ich meine, also wir knocken ihn einfach aus, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, sonst hätte diese ganze Aktion irgendwie keinen Sinn gehabt. Ist jetzt meine Sache, aber. Meine Idee dazu. Ja, machen wir. Machen wir? Ja. Okay. Finde ich gut. Mal hier durch, unsere altbekannten
Drogendealer haben wir schon. und unsere Zivilistin. Jede Folge kann ich mich darüber neu erfreuen. War auch richtig schön, ihr eigenes Graffiti. Da war das schon mit dem Kopf dagegen klebt, das ist einfach herrlich. Okay, kann man die weiter. Ausrauben? Hat die irgendwas? Schade. Nein. Liegt da, ne? Räumt die mal weg hier, Straßendienst. Schon, ey. Das geht doch gar nicht. Kann ich einfach so eine Leiche da rumliegen lassen? Das ist vor allem unhygienisch. Schon was von Pest und Cholera gehört? Ach, das ist ein Apartment. Kacke. Ich glaube, die haben andere Probleme in der Zeit als Pest und Cholera, aber gut. Denkst du? Das würde ich jetzt so vielleicht... Jetzt. Ich würde ihn am liebsten einer rein in seinen Kopf ballern. Ja. Können wir theoretisch auch machen. Der hat nicht gesagt, dass wir ihn lebend haben müssen. Ah, da steht er ja. Hier, von Angesicht zu Angesicht. Er raucht noch mal eine Zigarette. Vorsicht, auf wen Sie mit dem Ding da zeigen, Junge. Könnte sonst ziemlich unangenehm für Sie enden. Ach ja. Ach, ich muss die Waffe. Mr. Jensen, keine Ahnung, warum ich Sie erst nicht erkannt habe. Sind Sie hier, um Ihren Verrat perfekt zu machen? Warte. Kalt ist immer gut. Sie spielen ein gefährliches Spiel, O'Malley. Sehe ich auch so. Sie manipulieren Menschen, töten sie. Was hier gerade passiert, dürfte Sie nicht überraschen. Es war unvermeidbar. Wie es aussieht, sind wir beide gar nicht so verschieden, Mr. Jensen. Sie scheinen die Welt nur nach kalten, harten Fakten zu beurteilen. Wie auch immer, ich bin hier, um Sie zu verhaften. Ich rate Ihnen, keinen Widerstand zu leisten. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Mr. Jensen. Aber ich mache Ihnen ein anderes Angebot. Zuhören und ablehnen, oder? Wenn wir jetzt kollaborieren wir nicht mit dem Feind, oder? Quatsch. Vergessen Sie es. Ich bin fertig mit Ihnen. Sie sind erledigt. Das werden wir ja sehen. Okay. Bam. Ja, schau, wie schön der gefallen ist. Das erinnert mich ein bisschen an Senator Palpatine. Also an Darth Sidious aus Star Wars 3. Wo Yoda ihn wegbasht. Auch über seinen Stuhl drüber. Gut. Ja, dann haben wir das jetzt endlich mal geschafft. Eine etwas anspruchsvollere Nebenmission, aber gut geschafft, würde ich sagen. Ja. Also wenn man vergleicht mit diesen zwei Drogendealern da, die wir vor ein paar Folgen gehabt haben, aber das ist ja schon ein bisschen aufwendiger. Aber alles cool. Und da ist unsere Hobby-Nutte. Ja, guckt euch das mal an, hey. Die Beine sind endlos. Und? Was ist passiert? Er wirkte müde und war ziemlich mürrisch. Jetzt schläft er. Sie müssen nur noch reingehen und ihm Handschellen anlegen. Sie hatten schon immer Stil, Jensen. Ich hab's zwar schon ein paar Mal gesagt, aber danke. Sie haben heute wirklich etwas Gutes getan. Es war mir eine Freude, wieder mit Ihnen zu arbeiten. Wie in alten Zeiten, was? Viel Glück bei... Naja, woran Ihr knackiger Arsch zurzeit eben gerade arbeitet. Oha. Das war eine Ansage. Und nochmal ein Praxispunkt. Den können wir gleich einlösen. Jo. Sind wir mit dem Hacken ja schon relativ weit. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal die Geschütztürme-Kontrolle hacken machen und dann das nächste Mal die Übernahme oder sowas andersrum machen. Also mir ist egal. Mach erstmal den Geschützturm. Ich meine, im Moment gibt's eh nichts mit Stufe 5. Stimmt wohl. Und wahrscheinlich bei der nächsten Hauptmission dann so, ach, da ist ein Hackmodul, ein Hackding der Stufe 5. Blöd gelaufen. Aber jetzt machen wir noch schnell das hier. Mysteriöser Informant. Ja gut. Ich hoffe, der hat jetzt nicht wieder so eine ellenlange Nebenmission. Aber jetzt haben wir wieder die richtige Action rein. Hopp. Oh, das Sprinten können wir nachher augmentieren. Das ist eindeutig, das ist ein bisschen schlecht. Ja. Aber ich würde vorher, glaube ich, sogar die Armprothesen auch mal erhöhen, weil dann können wir unser Inventar vergrößern. Ist auch gut. So, was haben wir hier? Aha! Unser guter alter Freund Zeke Sanders. Den kennen wir doch irgendwo, ja. Ja, das ist der Typ, den wir haben laufen lassen. Ja, ach, Sie haben meine Nachricht also erhalten, Cabron. Sanders, es ist riskant für Sie, mich so nah an der Seraph-Zentrale zu treffen. Nicht riskanter als für Sie. Immerhin haben Sie mich laufen lassen. Aber ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Ach ja? Also, worum geht's hier? Ich habe ein bisschen aufgeräumt nach der Fabrik. Und ich habe Informationen über den Metallschädel gefunden, der mich und mein Bruder benutzt hat. Das Schlitzauge hat ein PDA liegen lassen.
Von Auftraggeber steht nicht drin, aber Zugangscodes, Namen und ähnliche Scheiße. Warum geben Sie ihn mir? Vielleicht mag ich das Gefühl nicht, Ihnen was schuldig zu sein. Oder ich will eine Schlange mit einer anderen Schlange töten. Machen Sie, was Sie wollen, Pendejo. Meine Schuld ist in jedem Fall bezahlt. Er gibt uns ein PDA und wir haben sein Leben gerettet. Ja, stimmt, das ist echt ausgleichende Gerechtigkeit. Hast du recht, Kumpel. Na, no, jetzt gucken wir uns das PDA. Na, immerhin hat er irgendwas gemacht. Stimmt auch wieder. Türcode der Anlage, Login, Spectre Neural Hub. Okay. Na gut, wenn mal die Mission angucke. Ja gut, jetzt können wir eigentlich nur noch die Antenne in der Derelict Row finden und deaktivieren. Ach nee. Das ist die Hauptmission. Ja, jetzt sind wir wieder bei der Hauptmission. Was? Hey, guckt euch mal den Wagen an. Was ist das für ein Scheißdesign? Mal ernsthaft. Na gut. Ja, das finde ich jetzt aber allerdings ein bisschen uncool, weil Derelict Row, ich kann das nicht aussprechen. Da waren wir ja vorher die ganze Zeit. Weißt du, wir müssen jetzt da wieder hin. Oh. Ja und? Bisschen Sport. Ist ja eigentlich irgendwann mal Tag, jetzt mal ernsthaft. Na, ich glaube nicht. Hä, Stealth-Game mit Tag, das ist ja wie ein Zombie-Spiel mit Sonne und karibischem Flair. Ja, Dead Island. Hey, das ist in Deutschland, das ist in Deutschland indiziert, davon dürfen wir gar nicht reden. Ah. Musst du vielleicht rauspiepen. Wenn die, weiß nicht, die Indizierungsbehörde zufällig diese Folge unseres Let's Plays schaut. Wir haben ein bestimmtes Spiel erwähnt, Leute. Autsch. Ja komm, das bisschen hat mir die Hälfte von meinem Leben abgezogen. Wollt ihr mich verarschen? Na, sprint doch. Du bist eine lahme Sau, Jensen. Jetzt mal ernsthaft. Das bricht so wie in Far Cry 3, wo du einfach sprinten kannst, ohne dass es aufhört. Ja. Oder das war auch in Far Cry 3, glaube ich. Jetzt ist die Frage, sollen wir die einfach erschießen und reingehen? Weil wir müssen jetzt ja nicht unentdeckt bleiben. Wie war das? Stealth? Ja, Stealth. Dann müssen wir jetzt wieder durch dieses scheiß Haus hoch und müssen da rüber springen und bla. Aber okay, wenn du das so willst, mach mir das eben. Dann kletter ich halt wieder da. Wir kennen ja schon den Weg, das ist ja nicht so schlimm. Und wir haben ja schon ein paar Wachen ausgeschaltet, weil das Coole ist ja, wenn du die ausnockst und keiner die findet, dann bleiben die ja für ewig am Boden. La 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 la. So, guck mal, ob ich den Hyperjump wieder hinkriege. La. Oh, knapp, aber geschafft. Ja, so knapp war es jetzt auch nicht. Ich glaube, jeder Sprung da drüber ist knapp. Aber egal. Na, da lang, da runter. Zack. Na ja, gut, der sieht mich eh nicht. Aber der liegt hier auch noch. Ah, jetzt können wir, nachdem wir die Ambros nicht haben, können wir eine MP wieder mitnehmen. Die wir zwar nie benutzen werden, aber... Ja. Aber gut, kann ja nicht schaden. Nee, glaube ich auch nicht, dass das schaden kann. So, denselben Blödsinn haben wir ja schon mal hier gemacht. Das war der eine, der zockt. Auf seinem was auch immer. Und dürfen am Schluss wieder durch die Kanalisation latschen. Juhu. Da freue ich mich hier ganz besonders drüber. Ja, ich mich quasi auch. Ist da jemand? Den hast du da nicht erwartet. Nee, nicht so richtig. Ich auch nicht. Hab gerade kurz auf die Map geschaut und jetzt hat der... So wie in der Tat. Der kommt hierher. Wer? Der kommt hierher. Guck nee, auf der die kommt, Map. Der kommt unten drunter nicht durch. Der ist doch so doof. Stimmt. So, jetzt machen wir hier wieder das kleine Spielchen. Niemand? Ja, ich weiß, dass wir nicht da sind. Brauchst du nicht extra sagen, wie cool wir sind. Ja, kleine Autos. So, jumpen wieder hier hin und her. Ja. Sieht ein bisschen affig aus. Ist auch noch einer, der zockt. Sind ja sehr aufmerksame Wachen alle miteinander. Ja, das sind richtige Pros. Da hinten haben wir auch schon. Oh. Okay, wir müssen da hin. Na! Scheiße. Kann man den von hier so töten? Nee, leider nicht. Ich glaube echt, du hast recht. Das sind ungefähr die schlechtesten Wachen, die ich je gesehen habe. Ja.
stehen dumm rum und machen gar nichts. Laufen hin und her. Und zocken. Der läuft gerade. So, jetzt weg. Durch den Tunnel, ne? Du kannst auch da durch unten durch, Bart. Ja. Ich wollte mal ein bisschen scouten. Dort. Ja, ob du da? Ja, doch, da geht's auch. Yep, yep, yep. Toll. Ja, wenn du jetzt schon. So, da ist einer. Geh Ducke. Geh Ducke, ja. Geh Ducke, Alter. Meine ich. Wo ist da einer? Ja, ums Eck, oder? Ja, aber steht hinter der Mauer. Ja, schau mal schnell. Ja, so geht's nicht. Hä? Der ist hier hinter der Mauer. Ah ja. Ja, das interessiert uns nicht. Aber wir sind so stealth. Nur, dass uns das überhaupt nichts gebracht hat. Scheiße. Wir können auch noch so stealth sein, wenn wir zum, nicht zum Ziel kommen. Du kannst aber auch nur meckern, oder? Natürlich. Natürlich. Vielleicht spornt dich das ja ein wenig an. Und zack. Geschlafen. Alter, das sieht immer so hart aus. Naja, wir haben Metallhände. Sollte hart aussehen. Was ist das da? Ah, lass einfach mal den MP hier rumliegen. Ganz okay. Ja gut, das ist bei denen ist jetzt blöd. Ja, geh einfach jetzt. Ja, ich muss erwarten, bis meine Energie sich auflädt. Oder was heißt, ich muss, aber es ist mir lieber, dass ich auf jeden Fall den Nahkampfangriff zur Verfügung habe. Wir haben doch Nährstoffe, also isst doch mal was. Ja. Wenn wir sie schon haben, können wir sie auch essen. Ja, warum denn? Ich meine, weil sie die Energie aufladen? Hier, Oman, ich dachte, wir hätten Kabel. Warum kriege ich hier nur Pikes News rein? Ist das Einzige, was wir empfangen. Seit dieser Purity-Heini aufs Dach geklettert ist und an der Antenne rumgespielt hat. Sanders, so wird's natürlich auch. Moment, Moment, Moment. Es piept. Scheiße, hier ist irgendwo eine Falle. Oder es ist die Antenne. Nee, glaube ich nicht. Jetzt bitte nochmal. Was piepst hier? Ja doch, da ist Minen. Jetzt haben wir aber nichts zum Schmeißen. Naja, wir haben schon was zum Schmeißen, die Dinger. Aber das Problem ist, wenn wir die jetzt schmeißen, dann wissen die, dass wir da sind. Ja. Ich kann hier rechts rum. Vielleicht checken die das nicht. Ja gut, das geht nicht. Ja, das müssen. Ich glaube, wir müssen es auslösen. Es geht gar nicht anders. Vielleicht kannst du ja mit einem beide auslösen oder sowas. Ja, habe ich ja vor. Aber da sind vier solche Dinge. Ach. Vielleicht löst du so eine. Sag ich doch. Ja. Alle sind alle alarmiert, aber sie werden nichts finden. Aber weil die zwei unter uns kommen hier nicht hoch. Aber da sind welche. Einfach so. Ich würde es am liebsten einfach sagen, you don't say. Wenn man sich so aufführt, wird er das teuer bezahlen. Schnauze. Wunderbar, die kommen hier nicht her. Sicher? Ja, scheint so. Ziemlich sicher. Jetzt, ich würde das aber nicht riskieren. Ja, wir müssen ja da lang. Ja, dann warte halt, bis sie jetzt komplett da gechillt haben. Unalarmiert sind. Wir werden schon nicht endlos da rumlatschen. Ja, sind ja nur Gangster, oder? Na, kommt schon, Leute. Da steht der immer noch. Was ist, ist das jetzt nur einer oder sind das mehrere? Oh. Einfach mal auf Risiko. Auf Teufel komm raus, hier reinlatschen. Ja. Jetzt weg schnell mit dem. Komm schon, der andere darf jetzt nicht kommen. Jawohl. Ja, oh. Scheiße. Ja, warte. Der findet den jetzt? Warte mal, warte mal, warte mal. Shit, Ja, jetzt. So ein Arsch! Wir brauchen hier Hilfe! Ja, jetzt kannst du dich deinem Kumpel schlafen legen. Ja, aber er hat, glaube ich, die anderen noch alarmiert. Ja, aber es ist nicht rot. Ja, weil er uns nicht gesehen hat, glaube ich.
sondern die Wache. Eben deswegen. So, da müsste war noch einer, glaube ich. Ja. Geh raus. Da ist ja doch keiner, hm? Da ist der unter uns. Ja, umso besser. Und da können wir dann drüber springen. Hm. So. Schöne Hack-Action. Ja, Stufe 1, komm. Ja, so Missionssachen sind fast immer Stufe 1, glaube ich, weil falls du es nicht skillst, musst du es ja trotzdem in der Mission vorankommen können. Ja, klar. Schaffst du trotzdem noch. Schaffst du den auch noch? Zugriff gewährt. Jawohl. Boss, ist die Hintertür immer noch offen? Nein, gute Arbeit. Frank hat gerade durchgegeben, dass alles okay ist. Jetzt müssen wir die Mistkerle finden, die uns angegriffen haben. Farida, sind Sie in Bereitschaft? Verstanden, Boss. Jensen, hören Sie mich? Laut und deutlich. Bleiben Sie in der Nähe der Antenne. Pritchard hat mir die Koordinaten übermittelt. Ich hole Sie ab. Aha. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Cut und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ja, machen wir gleich. Ich würde das auch schnell mitfliegen, wo wir schon mal hinkommen. Wo bringt ihr uns denn jetzt hin? Keine Ahnung. Aber ist natürlich auch cool, dass Sneak uns hier reinschaut. Das hättet ihr auch vorher einfach hier reinfliegen können und deaktivieren und wieder rausgehen. Voll unnötig. Aber okay. Mr. Jensen, Ihre Limousine steht bereit. Können wir? Ja. Ja, los. In Ordnung. Detroit Local? Hier ist Seraph Industries. Bravo Echo Echo 008. Setze Flug fort. Schön. Ich kann sogar sagen, die Senkrechtstarter finde ich super geil. Gott, war das gerade eben laut. Ja, ich sag ja, ich meine, warum haben wir uns jetzt so reingesneakt? Das müssen sowieso alle gehört haben, aber okay. Ist okay. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten richtigen Mission, scheint mir. So, Pritchard, haben Sie die Koordinaten der Fabrik schon? Ich konnte nur ein ungefähres Areal ermitteln, Jensen. Sehen Sie sich um und suchen Sie etwas Ungewöhnliches. Ich überwache weiterhin die Frequenz, falls sie plötzlich aktiv werden sollte. Gut, dann würde ich sagen, hier machen wir jetzt Pause und dann machen wir die nächste große Mission. Warum können wir nicht speichern? Keine Ahnung. Vielleicht, weil gerade noch die Durchgabe ist, ne? Jetzt. Ah ja. Speichern wir nochmal kurz. So, okay. Also Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge mit Hauptmissions-Action. Jo, endlich. Ja. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.